Wer hat denn das geschrieben? Ich, fuck. Wir reden heute über Nazis, Schweizer Fahnenbeleidigungen und einen brennenden Zirkus. Herzlich willkommen zurück zu Studio Bier04 mit mir und dir. Dabei haben wir heute den Joso, Emily, Jenna und den Julix. Ich bin faul, ihr kriegt alle die gleiche Beleidigung. Ihr seid alles... Nein, Matteo. Heute mal ein Kompliment. Es ist mega nicht anstrengend, mit euch zu arbeiten. Manchmal. Und trotzdem hast du mich vergessen. Der Nil und ich sind füreinander, was für Türken der armenische Genozid ist. Wir vergessen uns lieber. Ha, also. Der arme Gigi D'Agostino, er hat doch damals nur einen Welthit machen, wo es um Liebe geht und wo die Leute verbindet, wo man einfach dazu Party machen kann. Und dann kommen ein paar dumme Deutsche, die finden, «Scusi, no, questo cantare, es ist unser hier», ja? Also, sie haben sicher wahrscheinlich das Video ausgesucht gesehen. Wir schauen auf unsere Nachbarn, Deutschland. Man kennt vielleicht ein kleines Muster. Wir befinden uns in den 20er von einem Jahrhundert. Es herrscht Krieg in Europa. Wir haben massive Inflation, einen Rechtsrutsch bei den Jungen. Und die Stimmung in Deutschland ist gerade nicht so cremig. Sie rüsten massiv die Bundeswehr auf. Wenn sie jetzt noch bei der EM verlieren und einen jungen, charismatischen, österreichischen Künstler das Gefühl hat, er muss in irgendwelchen Spunden anfangen, für den Tisch stehen, dann haben wir, glaube ich, ein richtiges Problem. Spass beiseite. Der Schwachsinn basiert leider nicht nur auf Sylt, sondern jetzt auch neu in Malle. Da sind ein paar Deutsche in Spanien und singen darüber, dass Ausländer raus sollen. Während sie selber Ausländer sind. Das macht Sinn. Nein, das ist eine richtig schlüssige, rechtsextreme Argumentation. Wenn Deutschland den Deutschen gehören soll, wieso sind ihr denn nicht dort? Hä? Wieso sind ihr in Spanien und Italien und Thailand und auf den Kanaren, wenn es bei euch daheim so geil ist? Hm? Gut, man muss fairerweise sagen, Welthits für rechte Parolen missbrauchen, das war eine Schweizer Idee gewesen. Wer hat's erfunden? Wir fassen also mal zusammen. Was auf Sylt und Malle basiert, ist verwerflich und peinlich. Ausländerfeindlichkeit ist scheiße und hat keinen Platz in unserer Gesellschaft. Ein viel grösseres Problem ist aber, dass mir der Song seit gefühlt einer Woche nachläuft. Es ist wirklich. Es ist. Also, mir auch ein Fall. Ich laufe daheim um, beim Putzen und mit. Das geht nicht aus dem Kopf. Was machst du für Armbewegungen beim Putzen? Hast du ganz weit oben rechts müssen putzen, wo du da nachgelaufen bist? Nein. Wieso bin ich jetzt der Nazi, Alter? Fuck. Ich fühle mich befreit vor einmal. Das ist doch schön. Garantiert kein Faschismus gibt's jetzt im Recrap. Die Schweiz holt sich an der Hockey-WM fast den Sieg. Geil, willkommen zum Recrap. Die Madonna ist wieder Single. Die Mutter soll es doch einfach mit einem von ihren Ex-Freunden probieren. Die erkennen sie eh nicht wieder. Who are you? In Deutschland gibt's die Anzeigehauptmeister, in Österreich neue Anzeigehauptmeisterin. Und in der Schweiz gibt's meinen Nachbar. Fick dich, weil ich wasch, wenn ich will. Nicki Minaj ist wegen ein bisschen Bubatz im Koffer in die Kiste gekommen. Das ist auch schon am ASAP und am Drake passiert. Die Gefängnisse in Europa haben bald ein geileres Line-up als Open Air Frauenfeld, wo bei der Drake. In Vinti crasht ein jugendlicher Baumaschine. Die Mauer soll mir noch einer sagen, die Jungen arbeiten nicht. Gebt dem Bub keinen Bus, sondern einen Lehrvertrag. Bei Wer wird Millionär hat sich eine Frage sehr leicht beantworten lassen, und zwar die im Titel, ganz sicher nicht er. In einem B&B in Italien gibt es nicht wie versprochen Mehrblick, sondern einfach ein Poster an der Wand. B&B steht ja für Bild und Bett und Double. Und die Zützis haben Panik, weil im Zürichsee Schlangen gesichtet worden sind. Keine Angst, das ist keine Schlange, das ist mein Nachbar, der Willi. Wir bleiben politisch, wir bleiben rechts. Die die Schweizer Fahne beleidigen, sollen mit Bussen und sogar mit Gefängnis bestraft werden. Das verlangt der SVP-Nationalrat Jean-Luc Adolphe. Ador. Auslöser von dieser ganzen Debatte war übrigens das Bild hier. Das ist die User-Co-Präsidentin Mathilde Motte. Sie hat sich in einem Instagram-Post kritisch über die Schweiz als Land geäussert. Jean-Luc selber übrigens 2017 wegen Rassendiskriminierung verurteilt, weil er 2014 eine Schiesserei mit einem Toten in einer St. Galler Moschee mit dem Wort «Wir wollen mehr von dem» begrüßt hat. Sympathisch! Nein, das ist doch schön. Das ist ein richtiger Multikulti-Politiker. Aber hier wird etwas entschieden, ohne dass die einzig Involvierte je gefragt wird. Was denkt die Schweizer Fahnen über das? Hat jemals jemand daran gedacht? Ja. Mehr. Soll man auch noch dürfen beleidigen? Was denkt ihr dazu? Also ich finde das schon ein bisschen bevormundend, ehrlich gesagt. Also ich stehe halt mega auf der Scheiße. Also ist ein bisschen ein Kink. Ihr hättet das also wirklich gerne, beleidigt zu werden? Also am liebsten bin ich auf der Militärkaserne. Da werde ich jeden Morgen
haben wir ein Seil darauf gezogen, oder? Und da gebunden. Und dann kann ich den ganzen Tag ein bisschen im Wind flattern. Ja, und dann am Abend werde ich von strammen Jungs hat er abgezogen und richtig zusammengefaltet und gebügelt. Natürlich alles mit Konsens. Findet ihr also, dass das Gesetz nicht selten in Kraft treten? Was jetzt nicht sein muss, ist, dass man mich abfackelt oder bespuckt oder so. Aber mit der richtigen Runde, ja. Ja, finde ich schon okay, wenn man mit mir ein bisschen Rauch umgeht. Oder? Also. Ich muss sagen, die Fahne ist schon noch hot. Ah, da lege ich schon gerne mal die Hand auf. Kannst du Nationalhymne? Ich kann die alte sowjetische. Wieso? Frag mich nicht. Viel Zeit im Internet. Hey, apropos Internet und apropos Hass. Neil, wer hat uns denn diese Woche beleidigt? Username Andreas Heiler 88 findet so peinlich eure Videos. Lasst ihr politisch Sachen einfach sein. Man sieht ja an den Klicks, wie lustig eure Videos sind. Okay, Andreas Heiler 88. Man sieht ja auch an der bedingungslosen Kapitulation vom 7. Mai 1945, wie lustig die Zeug funktioniert hat. Ha? Von dem her. Das war Geschichte mit Studio 404. Jetzt zum Joso mit den Gugus News. Oh, ich finde das Herz wieder News, jetzt gesagt hast. Das hast du noch nie so gesagt. Probier für einmal positiv zu sein, aber es ist wirklich, ihr saugt den letzten Rest Energie aus mir raus. Und wenn er jetzt den Bildschirm auf den Kopf dreht, ist der Matteo happy. Macht's. Gugus News. Ich kann nicht widerstehen. Bruck, Aargau. Studieren ist lang und hart. An der Fachhochschule Bruck sind auch andere Sachen lang und hart. Sex. Es geht um Sex. Zwei Studierende sind angeklagt worden, weil ein Video umgeschickt wurde von Pornhub, das ich nie gesehen habe und auch nicht weiss, um was es dort geht. Und allgemein sagt man die Seite nichts. In diesem Video geht es um zwei Studierende im 69. Semester. Ja, also ich finde es okay, Alter. Dort haben die Studierenden wenigstens noch Spass und verbarrikadieren sich wenigstens nicht in irgendeinem. Oh Gott, kannst du meine Google News aufhören in E-Mail-Theolen? Mia! Madison. Wir haben letzte Woche davon berichtet, dass Mia Madison zügelt. Wir haben aber nicht gewusst, wo an. Jetzt wissen wir mehr, es geht ins Ausland. Das sind keine News, das ist eigentlich einfach nur eine Info an die Lieferanten von Conforama und von Lipo. Ihr müsst den Exportkleber auf die Päckchen drauf tun, Jungs. Ilans, Graubünden. Versprayte Wand, verdrehte Tafeln und versteckte 30er-Zonenschilder. Ein unbekannter, terrorisiert Graubündner gemeint. Was passiert mit meiner Heimat? Du bist aus Kroatien? Ich bin Ilans geboren. Kroatien. Ilans, das schaut auf meinem Ausweis. Ganz ein lustiger Ausspruch von Kroatien. Nein, das ist wirklich, ich zeig dir meinen Ausweis nachher. Wir haben hier ein exklusives Phantombild von diesem Schwerkriminellen. Deutschland, bei einem Radrennen ist es zu einem Unfall gekommen. Lacht zu Zufall. Hups! Hallo! Ach, Jesus, Maria und Josef. Das kann doch nicht sein. Alte Frau mit Rollator, irgendwie sagt man das etwas. Das Krasse an diesen Videos ist, wie scheißegal es dieser alten Frau ist. Sie ist einfach weitergelaufen, als wäre nichts. Hallo? Ach, Jesus, Maria und Josef. Wie robust ist die? Sorry, wäre das dann viel passiert, wäre wieder 6 Wochen im Spital gelegen, dann noch ein halbes Jahr Physio gehabt. Gugus News. Danke, Joso. Bitte, Matteo. Beim Jugendzirkus Basilisk hat es letzte Woche brennt. Und wir meinen nicht die atemberaubende Show. Der Zirkus geht von Brandstiftung aus. Hier ist das Foto von dem verheerenden Schaden. Brandstiftung ist eine Katastrophe, vor allem in einem ehrenamtlich geführten Jugendzirkus. Das geht gar nicht. Wir sind voll beim Quartierzirkus Basilisk. Aber bin mir nicht ganz sicher, ob es die offensichtlich platzierte, traurig dreinschauenden Kinder gebraucht hat, um zu verdeutlichen, wie gravierend die Situation ist. Es ist nicht so, dass der Stall abgefackelt ist und drei Esel jetzt Kebab sind. Ich meine, ihr habt ein Loch in der Plane. Ich frage mich, wie genau ist das Bild entstanden? Vielleicht so? Ich habe gesagt, traurig schauen. Jetzt, wisst ihr, was traurig schauen heisst? Für das bekommen wir nicht einmal 2 Franken. Hei nochmal! Der Brand ist scheinbar mit Holz und Papier gelegt worden. Mit Holz und Papier? Wer hat das für bitte gelegt? Ich meine, Brandstiftung muss doch schnell gehen. Benzin drauf anzünden, wegrennen, die sind da Dinge so. Jetzt machen wir da eine Zeitungskugel, wenn wir ein Schüttchen biegen, he? Dann müssen wir da schnaufen. He? Ich sehe dort die Handschrift von einem Pfadfinder. Fehlt nur noch die Servela. Die Täterschaft ist unbekannt. Man kann aber für einmal sagen, Pädophile sind es ziemlich sicher nicht gesehen. Die haben nämlich ein ernsthaftes Interesse daran, dass dort 11-Jährige weiterhin den Flickflack machen. Jetzt zum Verlierspiel. Letzte Woche haben wir wissen, warum ist einsilbig dreisilbig. Flora hat voll ins Juhe mit der Antwort: einsilbig ist Silber, dreisilbig ist silbiger. Keine Ahnung, bin voll dahne. Ich finde, das ist eine der besten Antworten, die wir bis jetzt hatten. Muss ich ehrlich sagen. Das ist Community. Jetzt zu Rebi mit der nächsten Frage. Wir kommen zum Verlierspiel und damit geht es schon zu der heutigen Wettbewerbsfrage. Und zwar: nach wem schmeckt Wasser?
Unter allen falschen Antworten verlosen wir die Cocktail-Ananas, die Mauri letzte Woche im Drink hatte. Schreib deine Antwort in den Kommentar und wer weiß, vielleicht bist auch du schon bald Besitzerin oder Besitzer von dem Party-Gadget hier. Viel Pech. Danke, Rebi. Auch von mir. Viel Pech. Das war die Sendung. Fertig. Das war's. Goodbye. Go away. Mua. Dö. Nein. Das war Zangengeburt. Ja.